Online-Seminare in super hoher Qualität. Möchtest du das machen? Hey, dann bist du bei uns genau an der richtigen Adresse. Und wir gemeinsam, wir begrüßen unseren lieben Arvid Grön. Arvid, sei mir ganz herzlich gegrüßt. Schön, ja, dass du aus der Nähe von Kiel hierher gekommen bist. Na hallo, ich danke dir. Und ein großes Aloha, genau, an Aloha, euch alle, an dich, der du jetzt gerade zuschaust. Ja. Arvid, wir haben, als ich bei dir zu Besuch war, so ein bisschen philosophiert und sind dann gemeinsam relativ flott auf unsere Gaben gestoßen, haben uns da ausgetauscht und haben geniale Ideen entwickelt. Das Ganze ist jetzt zu einem Punkt gekommen, wo wir an die Öffentlichkeit gehen können. Ja. Ich freue mich riesig, dass wir heute gemeinsam das Video machen können. Wir wollen gemeinsam das Paket Online-Seminare anbieten. Jetzt stell dich ganz kurz vor, erzähl ein bisschen was und dann machen wir das Päckchen auf, okay? Ja, super Idee. Fein. Ja, mein Name ist Arvid Grön und ich habe eine meiner großen Leidenschaften, meiner Gaben, wie du so schön sagtest, ist es eben, Webseiten zu erstellen, die sehr individuell sind und die sich sehr gut eignen für das Präsentieren und Verkaufen, vor allem von Online-Seminaren oder Kursen. Weil sie auf einem sehr, sehr professionellen technischen Grad schon sind und über die 13 Jahre meines Wirkens in dem Bereich habe ich mir da einiges an Know-how angesammelt und vor allem auch Erfahrungen selbst schon gesammelt, wie man es schafft, über eine richtig gute Webseite innerhalb von 2-3 Sekunden, mehr Zeit hat man nicht, bevor derjenige vielleicht wieder in der Suchmaschine verschwindet, wirklich schon zu begeistern, weil Webseitenbesucher werden nur dann letztendlich zu Kunden, wenn man sie begeistert. Und das ist das Ziel, was wir beide miteinander haben, dass wir mit dem Gesamtpaket einfach den Besucher deiner Webseite begeistern, damit sie bei dir deinen Online-Kurs kaufen oder buchen. Entweder mit einmalig oder mit monatlichen Beträgen. Das ist, hat auch einen sehr großen Charme, weil das das passive Einkommen erhöht. Genau. Und das macht ja so einen Spaß, das gemeinsam zu machen, weil wir machen das so, diese Online-Seminare müssen ja nun mal aufgenommen werden. Das geht ja nicht anders. Und du siehst ja selber, du siehst hier mein Studio, du kennst das, aber ich bin ja auch mobil. Und so könnten wir dein Online-Seminar mit einer guten Qualität, guten Tonqualität, guten Bildqualität aufnehmen und dann in einem gemeinsamen Paket für dich fertig machen, sodass du dich auf deine Gabe fokussieren kannst. Denn deine Gabe sind die Inhalte des Online-Seminars, deines Online-Seminars. Ja, und das ist halt das, wo du wunderbar ins Spiel kommst mit deinem super Talent, wie ich das empfinde, mit dem Aufnehmen der Videos in deinem Studio, in deinen Studios. Nicht? Das Studio, wo wir jetzt hier gerade sind. Dass wir zu den Leuten dann hinfahren, das kann auch mal vorkommen. Es kommt auf die Location an, wo bietet es sich am besten an. Gerade Online-Seminare sollten in kleineren Räumen aufgenommen werden, damit der Hall nicht so ist. Ja. Wenn das möglich ist, wo auch immer. Oft ist es ja so, dass es wirklich zu groß ist, wenn man es in einem Saal macht. Das wollen wir vermeiden, sondern in kleinere Räume gehen und dort die Seminare so aufnehmen, dass der Ton wirklich gut an die Zuschauer rüberkommt. Das Gleiche gilt natürlich auch fürs Bild. Und dann kommt das, was die meiste, ich nenne es mal Arbeit, macht, das ist ja mein Wirken, das ist die Nachbearbeitung. Daraus eben die Filme kreieren. Und das Komplettpaket, das schieben wir damit rein ins Päckchen und dann hat derjenige, diejenige, die so ein Online-Seminar kreieren will, damit schon mal keine Arbeit, sondern man kann sich wirklich auf das fokussieren, was sein eigenes Ding ist. Ja, und das ist wirklich immens. Ich habe selbst ja schon etliche Videos auch geschnitten und nachbearbeitet und ich denke mal so, meine Güte, da sitze ich so viele Stunden, teilweise Tage dran, bevor das so ist, dass ich da wirklich mit zufrieden bin. Und ich kann dir wirklich nur sagen, es ist krass, wie lange man damit zusammenbringt und welches Schnittprogramm ist überhaupt das Richtige. Dann brauche ich noch eine passende Musik, zumindest fürs Intro und Outro vielleicht, wenn ich das machen möchte. Aber so für einen gewissen professionellen Eindruck ist es einfach wirklich wichtig, irgendwie, so empfinde ich das, wenn ich andere Videos anschaue, dass man das Gefühl hat, wow, das ist jemand, der macht das wirklich als Profi und der hat ein Team dahinter irgendwie und macht das nicht
ja, total unprofessionell. Und das ist etwas, was mich anspricht. Und so finde ich, kam auch die Idee auf, nochmal, da bist du genau der richtige Player, der Mitspieler dafür, um sowas aus einer gewissen Leidenschaft heraus in die Kamera zu bringen und somit da ein tolles YouTube-Video nachher draus zu machen, was wiederum dann in die Webseite mit eingebaut wird, dann wieder von mir. Jetzt muss man dazu sagen, das YouTube-Video ist nur das Mustervideo, was wir machen. Genau. Deine Videos werden selbstverständlich nicht auf YouTube kommen, sondern die kriegst du von mir als Datei und dann kannst du die auf die Plattform hochladen, wo du es gerne möchtest. Ob es dein eigener Server ist oder was auch immer du für dich ausgesucht hast, du bekommst die gesamten Rechte daran. Und das Schöne ist ja, dass man damit die Wertigkeit des ganzen Online-Seminars wirklich anhebt. Klar, ich sag's mal so, es geht auch mit dem Handy. Das wissen wir alle, das ist jetzt kein Geheimnis, deswegen kann ich das ruhig ansprechen. Naja, sag ich mal, aber wenn dann die Zuschauer viel Geld für so ein Seminar bezahlen sollen und merken dann, wie das aufgenommen ist, der Ton ist zu leise, das Bild ist nicht so toll und all solche Sachen, dann machen sie es vielleicht einmal, aber sagen dann in den Kommentaren vielleicht, nee, lass mal lieber, Qualität ist nicht toll und ich finde es auch nicht so pralle. Und deswegen möchte ich einfach sagen, kommt Leute, lasst uns unsere Gaben gemeinsam nutzen. Du machst diese genialen Webseiten, damit die Menschen, die auf deine Webseite gehen, dann das Seminar auch prima finden. Du kreierst also für unsere lieben Zuschauer, für die Seminarleiter, nenne ich es jetzt mal, die Webseite komplett für sie auf ihrer Plattform, auf alles, ist alles für die Zuschauer fertig dann, also für die Seminarleiter. Und ich mache die Videos dafür. Das ist ein Komplettpaket und dann lassen wir es einfach bei den Menschen. Unterstützen nur noch, wenn sie Hilfe brauchen. Das wird am Anfang ein bisschen sein, klar. Und irgendwann wird das Ganze ein Selbstläufer werden. Genau, das ist der Clou dabei, dass das nachher, das ist ein Anfangsaufwand, dass man das mal initiativ auf den Weg bringt. Und im Anschluss kann das auf Autopilot weiterlaufen. Das heißt, du kannst auch Geld verdienen damit nachher, wenn du am Strand liegst oder Urlaub machst. Und das war für mich mal so eine Idee, wo ich sagte so, wow, das ist total genial, etwas zu produzieren und da einen Initialaufwand zu betreiben, so dass man nachher daraus ein passives Einkommen hat. Und das ist ein Tool, was immer weiterläuft. Man muss nicht selbst dafür aktiv arbeiten in dem Moment, sondern man lässt es die Webseite machen, beziehungsweise die Videos, die dann automatisch in dem Moment abgespielt werden und die hinter einer Bezahlschranke quasi sind, sodass sie nur in einem passwortgeschützten Bereich zugänglich sind. Und ja, dafür müssen deine Kunden erstmal dann einen einmaligen Betrag, wie das viele machen, viele Trainer, die bieten das an, mit einem einmaligen Betrag oder eben sogar eine monatliche Mitgliedschaftsgebühr oder sowas, dann entsprechend freigegeben wird. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Und das kannst du alles im Vorwege quasi dann erstellen und mit Texten, mit Begleitmaterial, mit PDFs, die runtergeladen werden können und was dir da noch alles in Sinn kommt, was weiß ich, Literaturverweise, Listen und so. Ja, und da hast du dann die Möglichkeit, alles reinzupacken, wonach dir ist. Und das sind eben alles geschützte Bereiche auf dieser Webseite, wo das dann entsprechend von deinen Kunden genutzt werden kann. Und dann gibt es ja auch die Möglichkeit, das habe ich mal sehr positiv erfahren, wenn man solche Online-Seminare macht und es sind sehr viele Teile, dann vielleicht die ersten drei sogar kostenlos anbieten und ab dann kostet es erst was. Wenn es jetzt nicht so viele Teile sind, eben nur das erste, so einen bestimmten Prozentsatz. Und genau, das kommt super gut an. Mega, das ist dieser Probefahreffekt. Ja. Und kommt mir eine Geschichte in den Sinn, was mal ein Verkaufstrainer gemacht hat, der hatte mal Fernseher verkauft und hatte dann die Idee, als er dann, er hat Provision verdient mit dem Fernseherverkauf, in Frankreich war das gewesen, er hat dann den Leuten angeboten, diese Fernseher leihweise, das waren die ersten Farbfernseher, und zur Zeit der Fußball-WM, diese Fernseher leihweise den Leuten ins Wohnzimmer zu stellen, nach dem Motto, also wenn du sie dann doch nicht kaufen willst, dann hol es wieder ab. Sag einfach in 3 Tagen Bescheid. Und die meisten haben gekauft. Ja. Weil sie nicht mehr darauf verzichten wollten. Und dieser Probefahreffekt, der ist wirklich super genial, weil der einfach, man hat schon mal ein Gefühl dafür. Es ist nicht nur irgendwie eine sogenannte Landingpage, wo man sagt, oh, das ist alles ganz toll. Und dann stehen da vielleicht im Idealfall noch ein paar Testimonials, sprich Kundenrückmeldungen drauf, wo dann scheinbar reell existierende Personen, im Idealfall sollten es wirklich existente Menschen sein,
ja, davon berichten, wie super toll das ist, aber man hat kaum eine Chance, überhaupt mal reinzugucken ins Produkt und mal zu erfahren, so ein Gefühl dafür zu kriegen, gefällt mir überhaupt der Mensch, der das macht, und ist das, was da vermittelt wird, wirklich für mich relevant oder nicht? Also deswegen finde ich das wirklich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Genau. Und das ist das, was du auf deiner Webseite entsprechend kreieren kannst, dass das so funktioniert. Das heißt, unser lieber Seminarleiter, der hat auch damit nichts am Hut. Das machst du alles für ihn. Genau, das ist der professionelle Teil quasi. Du kümmerst dich um deine Kernkompetenz, um das, was du wirklich gut kannst, um deine Gabe, und kannst da ganz entspannt quasi mich und Andreas entsprechend den anderen Teil machen lassen. Und ja, und das ist das Entscheidende, damit es für dich dann auch wirklich zu einem Erfolg wird. Ja, dass sich das dann auch für dich verkauft. Genau. Das ist ja das Entscheidende dabei. Und deswegen ist es gut, das in der richtigen Qualität zu machen. Mit den Videos, so wie wir es vorhin angesprochen haben. Ja, und da finde ich einfach deine Leidenschaft auch bemerkenswert. Ja, ich möchte halt, dass das schön ist. Ich habe auch jetzt für unser Probevideo schon heute Morgen nicht die Finger davon lassen können und habe schon das Intro gemacht und habe auch schon das Outro gemacht. Ich zeige dir das dann gleich, wenn wir fertig sind. Und wir haben das aufgenommen. Ja. Du kannst es ja ruhig wissen, weil ich werde es bei dir genauso leidenschaftlich machen, weil mir das einfach Freude macht. Ich möchte einfach, dass es dann schön rund ist und dass man sich wohlfühlt, wenn man sich dann das Seminar anguckt. Mhm. Und ja, das macht mir Freude. Naja, und wenn es mir Freude macht, dann macht es dir doch auch Freude. Und das ist etwas, was ich einfach eben so klasse finde. Ist so mit Begeisterung dabei, dass man merkt, man... wir hatten uns gestern Abend ein bisschen unterhalten, auch so über die Kameratechnik und die Tontechnik und was es dann alles so für unterschiedliche Objektive gibt. Und also da ist echt ein Mann mit Leidenschaft dabei und mit dafür brennt, so einfach sowas umzusetzen. Und also das macht einen riesen Unterschied. Ich meine, da braucht ihr euch ja nur mal die anderen Videos bei DelfinTV anschauen, was das, wie gut das Bild ist, wie gut der Ton ist und wie das alles so zusammenpasst. Also. Und jetzt haben wir es schon verraten, eben. Wir haben ein kleines Probevideo. Jetzt haben wir es noch vor. Wenn du das siehst, ist es schon fertig. Das verlinken wir auch unter dem Video. Da kannst du draufklicken. Und das ist ein Teil von Arvids Online-Seminar, wo du dann mal gucken kannst, wie ungefähr das aufgebaut ist. Das heißt nicht, dass es genauso ist, sondern das wird natürlich für dich ganz individuell da gemacht. Wir besprechen alles. Welche Einblendungen drin sein sollen und all diese Kleinigkeiten. Das wird gemeinsam geplant und dann mache ich den Rest. Genau. Und Arvid natürlich. Ja, das ist dann sozusagen das Teaser-Video, um mal zu präsentieren, wie kann das Ganze in der Praxis aussehen. Wie sieht so eine Webseite aus? Und das wird dann unter arvidgrön.de wird es dann sein, eben wo ich dann einen Bereich einbaue, eben dass man meine Seminarreihe, meine Online-Seminarreihe da mal anschauen kann. Da kann man was darüber lesen, was wird diese Reihe insgesamt ausmachen. Und es gibt dann eben ein exemplarisches Video über Ho'oponopono, über das hawaiianische Vergebungsritual. Meine zweite große Leidenschaft. Die alten hawaiianischen Weisheiten. Und da soll eine ganze Reihe draus werden. Und dieses Ho'oponopono-Video, dieser eine Kursteil. Der erste kostenlose, wie wir es eben gesagt haben. Den machen wir heute auch gleich und dann kommen die nächsten demnächst. Das ist die Probefahrt. Ganz genau. Ja. Und von daher bin ich gespannt. Weil das wird dann insgesamt ja dann der Motivator sein, dass diejenigen, die das betrachten, dass sie dann sagen, oh ja, das ist gut, dafür gebe ich Summe X aus, das finde ich okay vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, das motiviert mich. Und dann stehen dann unter den Videos noch möglichst ein paar Testimonials, sprich andere Rückmeldungen von anderen, die sich das schon angeschaut haben, die ihre Begeisterung schon kundgetan haben. Und entsprechend, was man eben für Inhalte bekommt und was es noch an Add-ons gibt. Ne? Was gibt es noch dazu? Eine Checkliste, ein Arbeitsblatt quasi und was auch mir dann noch so in den Sinn kommt in dem Zusammenhang. Und damit dann der Gesamtwert des Paketes dann auch vermittelt ist. Und die sagen, auch das ist ja günstig, das ist klar, bezahle ich das. Und damit sind wir genau bei dem Punkt. Beim Finanziellen. Ja. Wir werden die aktuellen Preise auf deiner Webseite richtig schön groß veröffentlichen und wir tauschen uns dann so aus, ich schreibe es auch unter das Video rein, sodass wir immer aktuell sind. Und wir haben verschiedene Preismodelle vor. Mhm. Da wird es auch etwas sehr Günstiges geben.
Das darfst du dann aber selber entscheiden. Guck dir einfach an, was wir uns da überlegt haben und dann entscheide entweder du selber oder im Gespräch mit uns. Genau. Und es gibt so einen schönen Spruch, nichts ist so teuer wie etwas, für das man zu wenig Geld bezahlt hat. Ja, oder wer zu billig kauft, kauft zweimal. Genau. Und da habe ich schon einige Kunden erlebt, die dann verzweifelt irgendwann zu mir kamen und sagten, okay, ich habe eine Webseite selbst gemacht, habe nicht so wirklich Kunden gefunden. Ich habe dieses und jenes versucht, selbst auf die Reihe zu kriegen, obwohl das nicht meine Kompetenz ist. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich Geld sparen wollte, weil ich dachte, ich habe das Geld nicht. Und es ist so, so lohnenswert, einfach da Profis ranzulassen. Weil da passiert echt dann immens was. Nicht? Allein, dass man dann auch über das Internet, über Google und Co. gefunden wird. Allein dieser Punkt. Ne? Ganz wichtiger Punkt, auf der Webseite die so aufzubauen, dass dieses SEO wirklich das findet auch. Ne? Genau, SEO ist eben Search Engine Optimizing. Suchmaschinenoptimierung. Genau. Ja, ist ganz wichtig. Mhm. Ja, man kommt leider manchmal nicht um Fachbegriffe drumherum, aber ja, ich versuche es immer zu erklären. Ja, wir übersetzen immer. Wir wollen möglichst wenig Anglizismen benutzen, genau, sondern möglichst viele deutsche Worte. Und wenn wir sie mal nehmen müssen wie jetzt, dann wird es halt einfach übersetzt. Mhm. Ja, Arvid, hast du abschließend noch einen Impuls? Ja, Erich Kästner. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und in dem Sinne wünschen der Arvid aus Kiel, ja, ich hier, ist ja der ganz hohe Norden, ne? Und ich hier aus dem mittleren Norden in diesem Fall, von ganzem Herzen dir wieder alles Liebe. Ja.